Kirchengemeinden halten sie nichts vom Social Distancing, setzen stattdessen auf Gottes Hilfe und die spirituelle Kraft ihrer Führer. Ich weiß, sie wollen nicht, dass wir das tun, aber dreht euch um und begrüßt 2, 3 Leute und sagt ihnen, dass ihr sie liebt, dass Jesus sie liebt. Amen. Ich sage euch, dieser Ort hier, das hier muss der sicherste Ort sein. Ich verurteile dich, Covid-19. Ich verurteile dich, Satan, du Zerstörer, du Mörder, verschwinde. Du wirst Gottes Kraft nicht brechen. Verschwinde aus dieser Nation. Ich verlange, dass du verurteilt wirst. Ich verlange das. Und auch der Präsident spielt die Krise über Wochen herunter. Die Situation sei unter Kontrolle, verkündet er immer wieder, bis ihn die Realität einholt.